Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema Mathe-Kursstufe. Wieder mit Schnittmengen zwischen Geraden und Ebenen. Diesmal haben wir aber eine Koordinatengleichung gegeben. Und ja, wie rechnet man jetzt damit? Okay, also fangen wir an. Wie ich ja schon gesagt habe, kann man statt Vektor x einfach auch schreiben, also so eine Klammer, x1, x2, x3 ist gleich. So, das haben wir hier unten auch stehen, x1, x2, x3. Und x1 ist einfach die erste Zeile, x2 ist die zweite Zeile und x3 ist die dritte Zeile. Mehr brauche ich dazu eigentlich schon nicht zu sagen. Ihr habt es wahrscheinlich. Wahrscheinlich könntest du schon denken, wie es funktioniert. Und zwar einfach erste Zeile abtippen plus. Nee, minus. Upsala. Minus 2t, so. Das war jetzt gerade falsch. Leute, ich habe das falsch ersetzt irgendwie. Weiß ich auch nicht warum. Und der Doppelpunkt soll er natürlich auch nicht. So, ihr ersetzt einfach das x1 durch die erste Zeile des x2 durch die zweite Zeile, die ich beim Zwischenspeicher drin habe. Fast. Und x3 ersetzt ihr durch die dritte Zeile. Aber vorne dran müsst ihr. Vorne dran müsst ihr natürlich eure ganzen Zahlen und Vorzeichen behalten. Also diese 3 hier, die bezieht sich ja dann auf die ganze Klammer. Vergesst bloß die Klammer nicht. Die 3 hier bezieht sich auch auf die ganze Klammer. Und das Minus hier bezieht sich auch auf die ganze Klammer. Wobei ich hier noch fertig tippen muss. So. Und die Zahl bleibt einfach stehen. Und jetzt habt ihr statt x1, x2, x3 nur noch eine einzige Variable, nämlich t. Yay. So, und deswegen. Das E-Doppelpunkt kann man vorne dran wegmachen. Das beschreibt ja nicht mehr unbedingt die Ebene, sondern eher die Ebene und die Gerade. Und deswegen kann man hier weitermachen, indem man einfach sagt, 3 mal minus 1 ist logischerweise minus 3. 3 mal minus 2t sind minus 6t. Klammer fällt weg. 3 mal 2 sind 6 und 3 mal 3t sind 9t. Minus, also minus 1 mal 5 im Prinzip ist minus 5 und minus 1 mal 3 ist minus 3. So, und fertig. So, und jetzt können wir das hier noch zusammenrechnen. Natürlich. Ja. Aber achtet darauf, dass ihr die natürlichen Zahlen und die t's, also die Zahlen mit t dahinter, nicht vermischt. Das wäre nicht so gut. Also hier minus 5. Minus 3 sind minus 8, plus 6 sind minus 2 und auf die andere Seite plus 2, minus 1 plus 2 ist 1. So, und jetzt hier minus 6t minus 3t ist minus 9t. Minus 9t plus 9t ist 0. Und ihr seht, oh nein, 0 ist gleich 1. Das darf doch nicht sein. Doch, das ist beabsichtigt. Normalerweise würdet ihr hier ein t rausbekommen. Könntet es da einsetzen. Schnittpunkt ausrechnen hatten wir ja gerade vorhin schon im letzten Video. Aber jetzt mal ein anderes Beispiel. So, das hier heißt, es ist eine falsche Aussage. Das heißt, wenn ich die Gerade mit der Ebene schneiden will, kommt nichts raus. Was bedeutet das? Wenn die Gerade und die Ebene sich gar nicht berühren können, dann müssen sie parallel sein. Denn wenn sie sich, wenn sie identisch wären, wird hier 0 gleich 0 oder sowas rauskommen. Also eine wahre Aussage, sie sind immer ineinander drin, sie schneiden sich nur. Hier kommt raus, sie schneiden sich gar nicht. Und das bedeutet, sie sind parallel. Das heißt, die Gerade liegt parallel zur Ebene. Anders kann man es auch machen. Also, ich denke mal, ihr habt es verstanden. Deswegen mache ich das jetzt alles nochmal weg. Ich will nämlich meine Ebenengleichung gerade nochmal haben. So. Anders kann man das jetzt auch beweisen. Also wenn man vorher schon den Verdacht hat, dass sie sich schneiden, nicht schneiden, Entschuldigung, also dass sie parallel sind, kann man hier den normalen Vektor rauslesen. Nämlich, ach so, Moment, da brauche ich jetzt wieder eine Formel für.
So, normalen Vektor ist gleich. Die Zahlen hier drin beachtet ihr bitte erstmal kurz nicht. Das kommt noch vom Kopieren. So, man kann den ablesen, habe ich euch ja schon mal gezeigt. 3, 3, minus 1. So, und dieser normalen Vektor muss ja jetzt auch senkrecht stehen auf alles, was parallel zu der Ebene verläuft. Also auch auf diesen Richtungsvektor hier. Ja, das heißt, wir machen jetzt hier diesen normalen Vektor mal, also Skalarprodukt, mit diesem Richtungsvektor hier. Also 3 mal minus 2 plus 3 mal 3 plus oder minus 1 mal 3. So, das ist jetzt praktisch das Skalarprodukt, nicht als Formel geschrieben, deswegen sieht es nicht ganz so hübsch aus. Das ist eine alternative Berechnung für jetzt hier, dass sie parallel sind, beziehungsweise der richtige Beweis, das andere zeigt ja bloß, dass sie sich nicht berühren. Die logische Schlussfolgerung daraus ist, dass sie parallel sind. So kann man es auch noch beweisen, falls ihr zwei Varianten braucht oder sowas, kam bei uns in der Arbeit mal vor, deswegen schadet nie alles zu wissen. Also 3 mal minus 2 sind minus 6 plus 9 minus 3. Und das ist 0. So, das heißt, der hier steht senkrecht auf dem hier. Das bedeutet, entweder sie sind identisch oder sie sind parallel. Wie beweise ich, dass sie nicht identisch sind? Ganz einfach, ich setze diesen Punkt hier in die Ebene ein. Und wenn ich dann hier minus 1 rauskriege, dann liegt er in der Ebene. Wenn ich nicht minus 1 rauskriege, liegt er nicht in der Ebene. Das bedeutet, je nachdem, was jetzt hierbei rauskommt, sind sie parallel oder identisch. Minus 1 mal 3 sind minus 3. Also hier einsetzen, einfach minus 3 plus 6. Minus 5 ist definitiv nicht minus 1, sondern minus 2, wenn ich mich gerade nicht verrechnet habe. Und das bedeutet, da kommt eine unwahre Lösung raus, was dann wiederum heißt, sie sind parallel. Ja. Und auch so viel dazu, das war es eigentlich schon. Nächstes Mal haben wir ganz viel Spaß und schneiden zwei Ebenen miteinander. Und ich glaube, das war dann das letzte Mal, dass ihr euch durch so riesenlange Rechnungen durchqueren müsst. Wobei wahrscheinlich nicht. Ja, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.